In einem abgelegenen buddhistischen Kloster in den Bergen Japans lebte ein weiser Mönch namens Takeshi. Takeshi war für seine unerschütterliche Ruhe und innere Gelassenheit bekannt. Die Menschen aus den umliegenden Dörfern kamen von nah und fern, um von seiner Weisheit zu profitieren. Eines Tages kam ein junger Mann namens Hiroshi in das Kloster. Hiroshi war von der Hektik der modernen Welt überwältigt und suchte verzweifelt nach dem wahren Glück. Er hatte gehört, dass Takeshi der richtige Lehrer für seine Suche sein könnte. Hiroshi setzte sich vor Takeshi nieder und fragte: „Ehrwürdiger Meister, ich suche nach dem Glück. Wie finde ich es?" Takeshi lächelte sanft und sagte: „Mein lieber Freund, das Glück ist wie ein seltener Schatz, den wir in uns selbst finden müssen. Es ist keine Sache, die von außen kommt, sondern etwas, das in unserem Herzen wohnt." Er erzählte Hiroshi von den buddhistischen Lehren, die betonten, im gegenwärtigen Moment zu leben und inneren Frieden zu finden. „Das Glück", sagte er, „ist nicht im Besitz von Dingen oder Menschen. Es liegt in der Fähigkeit, den gegenwärtigen Moment in seiner vollen Pracht zu erleben, ohne sich von äußeren Umständen beeinflussen zu lassen." Hiroshi verbrachte Wochen im Kloster, um die Lehren von Takeshi zu verstehen und zu praktizieren. Er meditierte in der Stille der Berge, erkannte die Schönheit der Natur und fand Frieden in den einfachen Freuden des Klosterlebens. Eines Tages, als er auf einem Spaziergang durch den Wald war, traf Hiroshi auf einen weisen alten Mann aus einem nahen Dorf. Der alte Mann erzählte ihm von den Weisheiten der amerikanischen Ureinwohner, die eine tiefe Verbindung zur Natur hatten. Sie lehrten, dass das Glück eng mit dem Land und den natürlichen Elementen verbunden war. Hiroshi war beeindruckt von den Erzählungen des alten Mannes und beschloss, die Lehren der Ureinwohner zu erforschen. Er verließ das Kloster und begab sich auf eine Reise, um die Verbindung zwischen Mensch und Natur zu erleben. In den weiten Wäldern und den klaren Flüssen der Ureinwohner fand Hiroshi eine neue Perspektive auf das Glück. Er erkannte, dass Glück nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren gefunden werden kann, indem man die Schönheit der Natur schätzt und im Einklang mit ihr lebt. Schließlich kehrte Hiroshi ins Kloster zurück, um Takeshi von seinen Erfahrungen zu berichten. Takeshi hörte aufmerksam zu und lächelte. „Mein Freund", sagte er, „du hast die Essenz des Glücks erkannt. Es liegt in der Verbindung zwischen deinem inneren Frieden und der Schönheit der Welt um dich herum." Hiroshi und Takeshi teilten ihre Erkenntnisse und lehrten die Menschen in den umliegenden Dörfern, wie sie das Glück in ihrem eigenen Leben finden können. Die Lehren von Takeshi und die Weisheiten der amerikanischen Ureinwohner wurden zu einem Weg, der Menschen half, das Glück sowohl in sich selbst als auch in der Natur zu entdecken. Diese Geschichte zeigt, dass die Suche nach Glück in verschiedenen Kulturen und Philosophien viele Facetten hat, aber letztendlich darauf hinausläuft, die Verbindung zwischen unserem inneren Frieden und der Welt um uns herum zu verstehen.